Heute war das mal wieder soweit. Eines der Videos, die ich zweimal machen musste, das ist Version 2. Der erste war schon fertig, Audio bearbeitet, alles wunderbar. Aber musste ich nochmal machen, weil folgendes. Liberty Linux habe ich installiert, ne? Gut, kann man anonym mit browsen, Tor-Netzwerk, und ich dachte, wunderbar. Ich hatte auch mal erfolgreich ein YouTube-Video angeschaut, das in Deutschland nicht verfügbar war, aber das funktioniert nur bei Videos, die nicht mit Anzeigen versehen sind, ja. Die müssten dann mit Flashplay abgespielt werden und der ist bei Liberty nicht dabei. Das ist der Grund, warum ich das Video jetzt nochmal machen musste. Ich habe mir also erfolgreich auch schon mal ein YouTube-Video angesehen, das in Deutschland nicht verfügbar war. Aber das muss dann wirklich eins sein, da wo keine Werbung drin ist, ne? Also meine Videos, die ihr hier seht, die haben ja mittlerweile auch von YouTube, weil ich YouTube-Partner bin, Werbung drin. Aber die konnte ich nicht angucken, ne? Da braucht man eine Flashplayer wieder zu. Und der ist jetzt bei Liberty nicht dabei und das war der Grund, warum ich das lieber nochmal gemacht habe, ne? Hinterher sage ich, jetzt kann man YouTube-Videos gucken, was weiß ich, wo die GEMA was dagegen hat. Und dann hinterher funktioniert das bei der Hälfte nicht. Da habe ich gesagt, mach ich es lieber normal. Liberty Linux. Gut, hatte ich mir runtergeladen. Diese ISO, ne? Die ISO und in VirtualBox installiert. VirtualBox installiert. Gut, habe ich mir so eingestellt, dass das System so eingestellt ist, dass ich 512 MB habe und anscheinend muss auch PAE hier aktiviert sein, sonst hat es nicht bei mir hingehauen. Massenspeicher habe ich dann das ISO hier die Datei ausgewählt, ne, die ich runtergeladen hatte von der Webseite. Live-CD angeklickt und dann ging das. Das ist ein Gentoo Linux. Ich habe ja mal ASA Linux ausgewählt. Ihr könnt vielleicht auch mal mit Gentoo probieren, das einzustellen. Gut, aber das Liberty selber funktioniert gut. Man kann also anonym surfen, aber nicht unbedingt alle Videos dann gucken. Zumindest die nicht, wie meine, die voll gespammt sind mit Werbung. Genau, und deshalb habe ich das lieber nochmal gemacht. Ist aber eine feine Sache. Ich hole jetzt mal meinen Conky-Systemmonitor rüber, damit ihr seht, also wir haben eine Verbindung zum Tor-Netzwerk. Seht ihr gleich, baut sich dann gleich auf. Sobald das Tor-Netzwerk gestartet wird, ich mache das ja wie gesagt in der virtuellen Maschine, ich habe das nicht so gern, dass ständig eine Verbindung zum Tor-Netzwerk besteht, weil macht ja mein System auch nicht schneller und eine ständige Verbindung zu anderen Rechnern, zum Beispiel Chaos Computer Club und ähnliches, brauche ich nicht zwingend, will man nicht unbedingt haben. Gut, hier startet sich also das Liberty. Kleiner Hinweis, standardmäßig ist das tastaturmäßig so eingestellt, dass ihr amerikanische Tastatur habt. Ihr müsst also dann gegebenenfalls euch umstellen oder das so einstellen, dass ihr die deutschsprachige Tastatur habt. Liberty, ne? Warning, non-native environment, also kein normaler Rechner, sondern eine virtuelle Maschine, könnte auch Sicherheitsrisiken beinhalten, aber ich wüsste jetzt nicht welche. Da bin ich schmerzfrei, ja. Gut, das ist Liberty, so sieht's aus. Das ist ein Gentoo Linux mit einem abgehärteten Kernel. Uname minus A. Mit einem abgehärteten Kernel, das wohl resistenter sein soll gegen Exploits oder ähnliches. Soll, ja, weiß ich nicht, ob das so ist. Und hier haben wir dann eine Webbrowser, Epipani drin. Epipani. Nicht Epilepsy, sondern Epipani, GNOME Webbrowser. Nicht mehr der neueste, aber stabil halt. Und hier achtet man drauf auf Stabilität, dass der wenig Sicherheitslücken hat. Gut, Tor-Check. Dann gucken wir mal, welche IP-Adresse ich zugewiesen bekommen habe. Ja. Hier sieht man, wie gesagt, die Tor-Netzwerkknoten, mit denen ich im Moment per HTTPS, also verschlüsselt, verbunden bin. Und dann sehen wir, je nachdem, mit welchem Tor-Server ich verbunden bin. Der kann ja weiß Gott wo in Australien stehen. Dauert das ein bisschen länger. Ne? Also das ist jetzt die IP-Adresse, die ich im Moment habe. Können wir da auch mal prüfen, mit wie ist meine IPD? Wie ist meine IPD? Also anonym surfen tue ich hier schon. Ne? Das geht wunderbar. Aber wie gesagt, sieht man auch bei den Tools, Extensions, dass hier nur ein HTML5 YouTube Browser drin ist, ne? HTML5 Tube. Also wer jetzt nicht, also die Videos, die jetzt nicht mit Werbung vollgespammt sind, so wie meins, die kann man sich durchaus
Ansehen. So, jetzt bin ich gerade in den USA unterwegs. Ja, das ist doch nett, ne? Also ich bin jetzt nach außen hin sehe ich aus wie ein Rechner, der zwar Linux hat, logisch, weil das Betriebssystem selbst hier, Liberté, ist ja Linux. Und es sieht so aus, als wäre ich im Moment von den USA her unterwegs. Ne? Ich kann durchaus auf YouTube gehen und mir HTML5-Videos anschauen. Ne? YouTube HTML5 eingeben. Aber wie gesagt, nicht die, die mit Werbung verschachtelt sind. Anscheinend liest da YouTube. Ich glaube, dass der Flashplayer, der geht noch andere Wege, der macht andere Ports auf. Ne? Der geht nicht über HTTP oder wie auch immer, der geht über andere Ports. Und was weiß ich, jedenfalls funktioniert das so nicht. Jedenfalls im Moment nicht. Gut, Liberty selber funktioniert natürlich. Prima Sache, kann man anonym surfen. Könnt ihr euch mal runterladen. Ich hatte es jetzt letztens auf der PC-Welt Linux gleich mit drauf. Konnte mir dann daraufhin auch ein Video anschauen, wo in Deutschland die GEMA ein Problem mit hatte. Von einem anderen Kanal. Ne? Und ich denke, was hat der für ein Video? Und da kam hier GEMA, ist nicht. Und da bin ich mal draufgegangen, war ein ganz normales Ubuntu-Video. Anscheinend hatte die GEMA aus irgendeinem Grund da ein Problem mit. Ich weiß es nicht. Also da war nichts drin, was ich gesehen hätte, was da jetzt verwerflich gewesen wäre. Jedenfalls anonym surfen geht. Ne? Ich bin mit dem Tor-Netzwerk verbunden, muss es aber nicht permanent installiert haben. Ich mache einfach die virtuelle Maschine wieder zu und da verschwinden die Verbindungen. Dann könnt ihr ja mal ein bisschen mit rumtesten. Aber schade, dass das jetzt mit dem Flash so ist. Wie gesagt, das Video habe ich gerade noch mal gemacht. Also das wäre ja Quatsch gewesen. Ich verspreche euch hier das Blaue vom Himmel und es geht nicht. Ne? Wie gesagt, mit den Einstellungen könnt ihr vielleicht noch mal die Spracheinstellung so einstellen, dass ihr dann auch Deutsch und so weiter habt. Könnt euch mal mit rumtesten. Aber es gibt ja noch andere Seiten wie YouTube, wo man vielleicht mal anonym unterwegs sein will. Das hat ja manchmal auch Gründe. Es gibt ja Leute, die wohnen in Ländern, da ist das mit dem Anonym ganz wichtig. Da geht's um Kopf und Kragen und deshalb ist das eine feine Sache. Liberty, wie gesagt, basiert auf einem Gentoo Linux. Gut. Logout. Okay. Shutdown. Okay. Funktioniert prima. Ich hoffe trotzdem, hiermit geholfen zu haben. Wie gesagt, schade, dass das mit dem HTML5 nicht so hingehauen habe. Dann wäre mir schön ausgebrochen aus dem Ding. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, sich YouTube-Videos anzuschauen. HideMyAss und wie sie alle heißen. Braucht man ja nur mal googeln, ne? Und schon könnte man sich Videos auch so ansehen. Aber ich hatte gerade, wie gesagt, von der PC-Welt Linux DVD die Liberté da und es hatte auch mit dem Video, das ich mir anschauen wollte, funktioniert und dann war das gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.